Hi, gute zusammen und herzlich willkommen vom ersten Video der ersten offiziellen NerdCon, NerdPolCon, wie heißt es jetzt? NerdCon 2019. Wir haben uns hier irgendwo oberhalb des Ruhrgebiets versammelt. Ich habe den Namen des Ortes vergessen, weiß der jemand? Reutscherpreuß. Also keine Ahnung, wie man es ausspricht, es wird jedenfalls komisch geschrieben. Es gibt hier eine Niebstraße. Eine Niebstraße. Und ein Ort namens Nieb. Wir sind am Michaelsturm, das ist glaube ich das Wichtigste. Und es gibt hier eine coole Jugendherberge, die uns als Tagungsstätte für die NerdCon dient. Und mit mir dabei sind der Red Jackson. Hallo. Der Justicon. Greetings, Humans. Der Shadow Dice. Hi, Gude. Und der Kako. Guten Tag. So, jetzt würde ich einfach eine Frage in die Runde stellen. Was erhofft ihr euch denn von dem ersten offiziellen Nerdpool-Treffen? Ich meine, wir haben uns ja schon mal auf der RPC getroffen, so mehr oder minder, und auf anderen Events auch. Aber das ist jetzt quasi unsere eigene erste Con, auf der wir unser Ding machen, wie auch immer das aussehen wird. Reg, was erhoffst du dir davon? So, ein paar entspannte Runden, ein bisschen was Neues ausprobieren, was man so noch nicht gespielt hat bislang an Rollenspielsystemen. Ansonsten ja, einfach eine gute Zeit, ne? Leidest du was auf der Con? Nö, ich bin entspannt nur am Spielen. Egoist. Justicon, was erhoffst du dir von der Con? Natural 20s. Ausschließlich Natural 20s. Das ist auch der einzige Grund, warum ich Rollenspiel spiele. Ich will eigentlich nur gute Würfel würfeln. Das brauche ich für mein Ego. Das ist meine Aussage, oder? Leitest du was? Ja, ich leite tatsächlich morgen D&D 5, der Schrecken von Ember's Creek. Ein kleines Abenteuer, das ich mal generiert habe in meinem komischen Kopf. Und natürlich bin ich auch hier, um meine wundervollen Leute wiederzusehen, die ich ja sonst nicht so häufig im Jahr sehe. Ja, das ist richtig. Man sieht sich ja quasi öfters abends, aber immer nur virtuell. Also wir haben jetzt hier ein Real-Life-Treffen, kein virtuelles Treffen. Das sollte man noch dazu sagen. Ne? Also, wir haben ein Real-Life-Treffen, ihr seid immer noch virtuell da. Das ist euer Problem. Ja. Shadow, was erhoffst du dich von der Con? Auf jeden Fall erstmal ein entspanntes Wochenende, muss ich dazu sagen. Und jetzt muss ich ihn auch noch in die Hand nehmen. Ja, nimm ihn in die Hand. Unanständig. Ich hätte das keiner gefragt. 18 plus, war ich gut. Schneide ich raus. Nein. Outtakes. Das hört sich schmerzhaft an. Ja, genau. Okay, also. Ich muss ganz ehrlich sagen. Durchatmen professionell. User. Contenance. Also auf jeden Fall erhoffe ich mir ein spannendes Wochenende, muss ich dazu sagen. Ich habe hier viele coole Leute, für die ich mich schon sehr freue. Und ich hoffe mal ein bisschen gute Zeit verbringen. Das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, die Hauptsache, warum wir überhaupt hier sind. Nein, ich bin tatsächlich auch nur als Spieler hier. Noch so ein Nutznießer. Noch so ein Nutznießer, da kommt auch gleich der Bio. Der kann ja gleich mit dazukommen. Aber erstmal frage ich den Kako. Kako, was hoffst du denn von der NerdCon? Einigermaßen viel tatsächlich. Ist meine erste Con, wo ich halt nur Rollenspiel spiele. Die RPC war ja durchaus mehr auch so eine Kaufmesse. Dementsprechend genauso wie der Reg freue mich auf spannende Runden, auch mit Systemen, die ich halt bisher noch nicht kenne. Ich habe doch schon ein paar ins Auge gefasst, worauf ich sehr gespannt bin. Ansonsten natürlich wie alle anderen hier auch auf eine wunderbare Zeit. Muss nochmal sagen, auf den ersten Blick ist das Gelände auch wundervoll. Also als Jugendherberge auch klasse. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, bei was wir dann noch so zwischendurch auch nochmal machen können hier. Cool. Leiten tust du nichts, hast du gesagt? Nee, leider nicht. Nein. Willst du noch ein Statement abgeben, Bio? Ja, klar. Wir haben noch einen Stargast, den Bio-Ing. Seid ihr live, oder was? Yeah. Ja. Nee, ich wollte auftauschen. Okay. Das ist Mikro. Was? Setz mich ja hier ja. rein. Warte ein bisschen. Was erhoffst du von der Bio? Von der NerdCon. Was erhoffe ich mir davon? Also schönes Wetter, das haben wir schon mal. Ja. Und die Location ist echt cool, auch draußen. Coole Runden, die Leute mal alle persönlich kennenzulernen, da habe ich richtig Bock drauf, aber hat auch schon angefangen. Wir haben einen tollen Platz zum Juggern. Ich habe die ganzen Pompe schon reingeschleppt. Also was wir zwischen den Runden machen, ist ganz klar, wir spielen Jugger. Ja, das ist so mein Programm. Leitest du was? Ja, ich leite auch. Ich leite DSA 5. Nein, mach ich auch. Genau. Ich glaube jetzt inzwischen am Samstagabend. Aber ich hab noch zwei Abenteuer dabei. Falls wir noch Bedarf haben. Nachtprogramm. Ja, oder falls die Leute nicht aufgeteilt werden können. Schaffen wir schon. Ja, warum? Ja, also die Stimmung ist schon mal gut. Max, willst du auch noch mit dazu? Ja, warum nicht? Komm, hau dich rein. Ich schon so unpraktisch hier rumstehe im Nirgendwo. Ja, ne? Also will ich auch noch mal die generelle Frage. Erste NerdCon ever. Ja, was erhoffst du dir von der NerdCon?
Was erhoffe ich mir? Das gleiche wie auf der RPC immer, die ganzen Pappnasen wieder sehen, was so einmal im Jahr funktioniert. Mehr hat mich an der RPC noch nie gejuckt, außer auf Geld ausgeben. Deswegen. Ja. Leidest du was auf der NerdCon? Nöp, ich leite nicht und ich spiele nicht. Ich bin einfach nur Max. Anwesend. Einfach nur Max. Ja, genau. Also physisch anwesend, geistig, werden wir sehen. Hast du dein U-Boot dabei? Mein Gott, du bist direkt dran. Ja. Wenn ihr sehen könntet, ich habe Ivan bei mir in der Tasche. Ja, also generell Programm ist heute Abend spielen. Ich habe morgen früh ist nur Frühstück und freie Verfügung. Nee, dann gibt es mittags so ein offenes, mehr oder minder Programm. Es gibt ein Tanzangebot von mittelalterliches Tanzen von Negonian. Es gibt Jugger, haben wir eben schon gehört. Bio und Koali organisieren das. Dann macht der Umbruch ein Nordpool-Quiz und hinterher gibt es den SL-Workshop. Den mache ich, weil ich so gerne vor vielen Leuten rede und so. Und morgen Abend ist dann wieder Rollenspiel, Sonntag ist Abreise. Das heißt, wenn ihr es dieses Jahr verpasst habt oder euch gedacht habt, die sitzen da eh nur ums Lagerfeuer und tun so, ihr habt da was verpasst, behaupte ich. Und wir geben zwischendurch nochmal ein Statement ab. Und da würde ich sagen, kommen wir zu NerdCon an. Bis dann. Ei, gute zusammen, die zweite oder so. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es zusammenschneidet. Auf jeden Fall von der NerdCon, der ersten NerdPol-Con, kann man ja mal so sagen, von NerdPol-Admin-Team oder Orga-Teil-Admin-Team, durcheinander wie auch immer ausgerichtet. Mit dabei der Umbreon. Hallöchen. Die Lilio. Hallöchen. Und der Koali. Huhu. Jetzt stellt euch die gleichen Fragen wie eben schon den anderen draußen. Was erhofft ihr euch denn von der ersten NerdCon überhaupt? Ja, auf jeden Fall viele coole Spielrunden. Ich finde es halt richtig geil, dass halt einfach dieses Zusammenkommen ist, was wir ja sonst immer auf der RPC hatten und was wir jetzt viele von uns schmerzlich vermissen. Einfach dieses, ja, einmal im Jahr kommen die ganzen Bekloppten zusammen und haben einfach Spaß und ja, frönen dem Hobby mehrere Tage lang und das muss man jetzt selber machen, weil die RPC gibt es leider nicht mehr. Oh, ja. Dafür gibt es die NerdCon. Leidest du was auf der NerdCon, Umbreon? Ja klar, ich habe zwei Runden und einmal habe ich Wrath and Glory Warhammer 40k. Und am Samstagabend gibt es von mir eine Runde D&D 5. Mein bekanntes Con-Abenteuer, das Erbe von Twirbelwobbits und der Dritte. Das kennen einige schon. Und ja, ansonsten gibt es noch morgen ein, ja, so eine Art Jeopardy-artiges Nerd-Quiz. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Cool. Lilio, was erhoffst du dir von der NerdCon? Naja, erhoffen, ziemlich viel habe ich jetzt im Endeffekt schon erreicht, und zwar halt die ganzen Gesichter zu sehen mal. Also das ist echt eine Sache, da habe ich mich am meisten drauf gefreut, halt auch mal wirklich am Tisch mit den Leuten spielen zu können. Dementsprechend, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Also dir ist Tischspielen schon sehr viel wichtiger als Online-Spielen oder ist das so ein Mischteil, der dazugehört? Ein Mischteil, der dazugehört tatsächlich. Ich mache halt beides gerne. Es ist halt auch ein komplett anderes Feeling einfach. Und das finde ich halt jetzt so ganz gut, dass man das auch mal gebündelt hier mit den Leuten erleben kann. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Leidest du auf der Con was? Yep, morgen Nachmittag, jetzt ein bisschen umgewandelt, gibt es bei mir Numenera. Numenera, Cyber, Zukunft, alles mit Staub bedeckt. So ähnlich. Es ist eigentlich eine richtig tolle Mischung aus Sci-Fi und Fantasy und postapokalyptisch kann man auch mit reinbringen. Also sehr spannend, kann man super viel mitmachen. Ja, lass mal doch dies Koali. Was erhoffst du dir von der ersten NerdCon? Ja, Stress? Nein. haben die anderen beiden ja schon gesagt, viele tolle Runden, ein bisschen abschalten vom Alltag, wo es ein bisschen Urlaubsstimmung kommt, hoffentlich bei dem tollen Location hier auf, die ganzen Nasen sehen und umarmen manchmal und tolle Zeit haben einfach. Ja. Leitest du was? Ich leite auch was, ja, ich leite alle drei Panels, einmal Fate in der Turbo-Edition, einmal Dread, das Ganze ist dieses Spiel mit dem Jenga-Turm, und einmal Engel. Nice. Ja. Also, muss man ja sagen, nicht so die Standard-Rollenspiele. Also, sind jetzt eigentlich kurz abgesehen vielleicht von D&D 5. Ja, alles so nicht die Standard-Rollenspiele. Und das ist natürlich auch die NerdCon, der NerdPol. Klar wird bei uns halt auch DSA und D&D 5 gespielt, aber es gibt halt auch von Engel, ist Engel nicht, ist die Engel-Fate-Version oder die Engel-Originalversion? Engel-Arcana-Karten. Arcana-Karten, also nicht nur Würfel, sondern auch mit Karten oder mit Jenga-Turm. Bei Dread haben wir eben gehört, alles, was man irgendwie mal kennenlernen will,
ist beliebt und wird gezeigt. Und ja, ich denke, wir hoffen uns alle sehr, sehr viel Spaß hier auf der NerdCon. Und ich denke, wir machen noch mal ein Resümee hinterher, wenn wir alle hier blutnass, geschwitzt liegen. Ah, das war so anstrengend, nie wieder. Und eine Woche später, ah, wann ist die nächste NerdCon? Wobei, genau genommen, müsstest du ja auch noch erzählen, was du heute leitest, weil du hast dich selber jetzt übersprungen. Nicht heute, das ganze Wochenende über. Das weiß er gar nicht. Ich glaube, heute ist DSA oder Cthulhu. Also ich mache DSA und Cthulhu, das habe ich mir gemerkt. Und ich glaube, ich weiß auch noch, welche Abenteuer ich leiten wollte. Aber wenn nicht, improvisiere ich halt was. Nee, ich glaube, heute ist wirklich DSA und dann morgen Abend Cthulhu. Und morgen nach Umbrions Quiz, wo dann quasi geschaut wird, wer der hardcoreste Nerdpoler ist. Vom Wissen gibt es noch einen Workshop, ein Panel, wo wir uns überlegt haben zum Thema SLen, wo wir dann, sag mal, Infos austauschen mit erfahrenen SLs. Da werden wir einen Haufen dabei haben. Aber ich hoffe halt auf Leute, die sagen, ich würde gerne SLen lernen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ja, da freue ich mich schon extrem drauf. So ein bisschen Nachwuchsarbeit betreiben. Ja. Gut, sonst noch jemand irgendwas loszuwerden? Ich grüße meine Eltern. Koali grüßt seine Eltern. Also Mama Koali, Papa Koali, wenn ihr zuschaut, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten, wenn ihr das jetzt irgendwann 2019, Anfang 2020 seht und denkt, scheiße, ich hab da was verpasst, dann schaut auf dem Nordpol rein, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder eine Con. Ja. Gut. Dann sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal, wird noch ein paar Videos geben. Bis dann. Das ist die Orga der NerdCon. Wir haben, zum einen den Umbrion, den Meister der Dungeon World. Die gute Lilio, die auch heute hier ist. Und den da kennt ihr, glaube ich. Genau. Abgesehen davon haben wir noch zwei weitere Orgas, die kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Das sind die, die vom Engonien e.V. heute noch mitwirken, der ja mit ermöglicht hat, dass die Con heute stattfindet. Das ist einmal der Mau mit der Kappe. Und einmal der Lukas, das ist das seltene Tier. Das ist das seltene Tier namens Boxerfred, das manchmal bei uns auf dem Discord rumschwirrt.